Es ist 11:30 und ich schaue gerade mit meiner Tochter Vicky und die starken Männer. Manchmal wünschte ich mir, ich wäre auch so ein starker Mann. Okay? Ich habe mich gerade vorher mit meiner Frau gestritten und immer wenn ich mit meiner Frau streite, funktioniere ich nicht. Ich kann dann nichts Anständiges mehr machen. Ich bin nicht kreativ und ich werde antriebslos und ja, kann mich dann eigentlich nur hinlegen und entspannen. Und manchmal, da provoziere ich dann den Streit, um eine Ausrede zu haben, nichts zu machen. Jetzt flüstern meine Frau und die Große, weil sie jetzt hier vorbeigehen zum Schlafen. Es ist nämlich schon mittags. Heute ist Martes Morgen, Martes Mittag. Weil der Morgen, der hat nicht funktioniert heute. Manche Menschen, die reagieren ja auf alles so genervt. Gestern war ich im Supermarkt und wollte mit Karte zahlen und da meinte die Kassiererin, ich meine, ich habe Adleraugen mit meiner Brille und habe gleich den Mikroausdruck gemerkt, so dieses, was soll das? Habe ich jetzt irgendwie verlangt, dass sie einen Handstand macht und dabei eine Banane isst? Nein, ich wollte einfach nur mit Karte zahlen. Diese Mikroausdrücke, die machen einen fertig. Manchen Leuten kannst du es einfach nicht recht machen. Die reagieren auf alles so, als ob alles so eine einzige Anstrengung wäre. Heute scheint die Sonne. Oh, da muss ich mich eincremen. Heute kommt der Klempner. Oh, da muss ich das Klo putzen. Andere Leute, die reagieren dann wütend auf solche Dinge. Wenn man sagt so, oh, das Wetter ist schön. Oh, da muss ich mich eincremen. Und dann sagt der andere, musst du jetzt wieder so reagieren? Entschuldigung, dass du dich eincremen musst, damit du keinen Hautkrebs bekommst. Ja, es sind nicht manche Leute und andere Leute. Es geht um meine Frau und mich. Sie reagiert genervt und ich reagiere wütend. Und das Problem ist, dass wir beide uns von unseren Launen abhängig machen und auf die Reize, die uns entgegenkommen, so stark reagieren. Dabei wäre es eigentlich ganz einfach. Also, was ist die Lösung? Wahrscheinlich ist die Lösung doch nicht so einfach. Wir sind halt Menschen und keine Hunde. Ding. Die heutige Tagesroutine ist von dem berühmten Physiologen und Mediziner Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov stand um 7 Uhr in der Früh auf, führte seine Hunde Gassi, dann ging er einkaufen, Hundefutter, um dann den Hunden, bevor das Essen kam, mit der Klingel zu signalisieren, dass das Essen kommt. Und da hat er bemerkt, dass ihr Speichelfluss angeregt wird. Und hat dann am nächsten Tag, ohne das Futter bereitzustellen, einfach geklingelt und ihr Speichelfluss angeregt. Die Entdeckung, für die er dann unter anderem den Nobelpreis bekommen hat. Wahnsinn, oder? Also die Klingel ist die Lösung. Ich glaube, ich kaufe jetzt gleich meiner Frau eine Klingel. Dann kann sie mich konditionieren. Ding. Die Routine von Ivan Petrovich Pavlov habe ich jetzt einfach nur erfunden. Ich dachte mir, das könnte seine Routine sein, weil ich im Netz seinen Tagesablauf nicht gefunden habe. Und ich war auch zu faul, jetzt länger zu suchen, länger als 5 Minuten. Also wenn einer von euch Lust hat, kann er heute suchen und mir die Routine schicken. Dann trage ich sie das nächste Mal richtig vor. Oder auch nicht.